Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Imperion Galactic Survival. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Gamax. Jo, hallo Leute. Ja, wunderschön. Und das Raumschiff fliegt. Wir sind fertig mit Abbauen. Ja. Genau. Ich habe Hunger, ich muss schnell. Ja, und ich habe ja extra im Kühlschrank was liegen gelassen. Und heute wollen wir mal eine kleine Runde fliegen und uns den Planeten ein bisschen betrachten. Genau, weil wir haben ja jetzt genug Treibstoff gesammelt. Das wird auch schön noch gecraftet, ne? Hast du jetzt reingelegt. Ja. Also wenn jetzt erstmal genug Energiezellen produziert, damit wir auch hier anständig lange rumfliegen können. Wollen wir gerade schauen. Ja, zwei können wir noch reinpacken. Oh, nee, das wollte ich nicht. Zack. Genau, weil wir wollen jetzt einfach mal den Planeten ein bisschen erkunden. Jetzt wird es schon leicht dunkel. Ich würde sagen, wir fliegen mal schnell los, bevor es hier... Richtig. Ne, Unglück gibt. Und wir können vielleicht vorher sagen... Ich habe gerade, wollte gerade sagen, ich habe jetzt auch endlich herausgefunden, welche Taste bei mir zum dritte Person ist. Ja, und wir können dazu sagen, wir haben auch jetzt, weil wir wissen ja, Raumschiff, Bugging und so ein Scheiß, haben wir auch ein kleines Backup gemacht, dass wenn das Raumschiff wegbuggt, wir nicht wirklich alles verlieren. Bist du schon drin? Ja, ja, ich bin schon drin. Ich gucke mich schon an. So. Ui, der ist aber schnell, Mensch, der ist ja so, richtig schnell. So, ich fliege jetzt einfach mal Richtung Süden. Boah, Alter. Wow. Oh, okay. Da ist eine Grenze, okay. Warte mal, ich muss mal gerade gucken, wo die Grenze ist hier. Sieht man die denn? Ach, das ist hier... Ach genau, da gab es nämlich irgendwie... Weiß gar nicht, wovon das war, aber war das nicht sogar so, dass man, dass das einmal um den Planeten rumging? Das Teil hier? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich dachte sogar, durchfliegen könnte man nicht, ne? Nee, nee, durchfliegen konnte man nicht. Oh, warte mal, es wird dunkel. Ich fliege mal der Sonne zu und nicht entgegen. Oh, genau, machst du richtig. Dann haben wir es nämlich immer hell. Das ist nämlich das Coole, dass man wirklich quasi der Nacht entkommen kann, indem man immer Richtung Sonne fliegt. Jetzt seht ihr nämlich rechts, auch unter der Map, da geht die Zahl hoch. Na, das ist die Zeit, wann der Sonnenuntergang ist. Und ihr seht auch die Sonne, die wandert ein bisschen. Ne? Also, ich komme mir gerade vor, wie so eine Stewardess. Bitte? Ich komme mir gerade vor, wie so eine Stewardess. Du sagst rechts und ich gucke so nach rechts. Ja, kannst du sehen. So, was haben wir da? Minigun-Drohne. Da fliegen wir mal ein Stück weg von. Oh, Alter. Ja, geht nicht so, ne? Kobalt. Ach, das sind diese zwei Dinger, wo die Scheißdinger rüberfliegen. Hier fliege ich mal ein bisschen tickbar. Oh, da kommt schon einer auf uns zu. Das ist schlecht. Ich fliege mal schnell weg. Aber wir sind schneller. Natürlich. Oh, ich kann hier einen Kühlschrank öffnen. Okay. Ja, das kannst du, siehst du, kannst du während des Fluges einfach mal was fressen. Ist doch schön. Oh, achso. Wenn ich auf die Map gucke. Da ist doch irgendein Wasservieh gerade runter, oder? Doch. Wasservieh? Ach nee, das ist ein kleiner Felsen, ein kleiner Berg da, oder? Ich hab keine Ahnung. Hm. Oh, noch mehr Prometheum. Guck mal, da hinten ist eine Epsilon-Fabrik. Waren wir da schon drin? Ich glaube, das ist die, die man von unserem Lager aus sieht. Oder? Das ist doch unser... Ja, schönes... Fliegt da mal drüber? Ach nee, geht ja nicht. Nee, ich glaube, das ist die nicht. Das, was wir hatten, war die Waffenfabrik. Stimmt. Ganz an Alter, die ist mega weit weg. Aber was hat das die mit dieser. Also, das würde ich echt mal gerne wissen, was das mit diesem Schild auf sich hat. Ob das tatsächlich eine Grenze ist oder ob es einfach nur verhindert, dass man einmal um den Planeten so drum herumlaufen kann. Weißt du, wie ich das meine? Nee. Dass du, wenn du von links einmal komplett rumläufst, einmal gegen die Wand kommst und wenn du rechts einmal drum rumläufst, gegen die Wand kommst. Aber dass du nicht die ganze Zeit nach links laufen kannst und dauerhaft hin und her drum rumlaufen kannst. Hm. Ich weiß, hört sich komisch an, aber... Da weil ist, so können wir ja eigentlich auch... Was, wo ist eine Fabrik? Hier hinten, hinter uns jetzt. Eisenlager? Und zwar, ja, links. Jetzt fliegst du gerade ein bisschen weiter weg. Genau. Da hinten, ne? Hm. Ich glaube aber, das ist die, wo wir schon waren. Nee. Waffenfabrik. Da, wo ich genau hingucke.
Da haben wir gar keine Markierung. Doch, die ist jetzt weggegangen, wo du... Ach nee. Ich flieg mal kurz hin, damit wir die Markierung kriegen. Jetzt! Das war eine Drohne. Die ist total überwacht, das Ding. Ja, weiß ich. Traue ich mich jetzt aber nicht hin, weil ich möchte unser Raumschiff jetzt nicht verlieren. Na, sowas machen wir, glaube ich, dann erstmal, wenn wir Waffen dran haben. Ja, dann wenn wir ein bisschen mehr haben hier, vielleicht doch noch ein besseres Raumschiff. Ach, guck mal, nochmal Eisenerz. Jetzt fliegen wir gerade ins Dunkle, das ist nicht so toll. War recht schön hier. Willst du auch mal fliegen? Ich weiß nicht. Oh, was ist da hinten? Minigun-Drohne. Das sieht aus wie das... Ah, ich glaube, das ist das abgestürzte Raumschiff, was wir gesehen haben. Ich steuere, also mit C gehe ich runter, mit Leertaste hoch. Und dann entsprechend halt mit A, D halt links, rechts, ist klar, W, S, vor, zurück. Mit Q und E machst du diese Drehung hier. Ah, okay. Und mit der Maus kannst du auch so steuern hier. Ah, okay. Also ist eigentlich ziemlich easy. Wie so ein Helikopter. So, zack, aussteigen. Jetzt musst du mal umsteigen. Ich komme nicht raus. Ach, F drücken. Die ganze Zeit die falsche Taste. Warte mal kurz, ich guck mal gerade, ob wir noch genug Treibstoff drin haben. Ja, Moment! Das war schon mal schön. Steig schon mal ein. So. Du musst jetzt mit A ein bisschen drücken, also ein bisschen A. A. Und dann mit Q drehen. Q. A und dann Q. Hä? Bei mir ist Q nix. Bei mir macht's. Hast du kein Drehen oder was? Nee. Hast du mit Q kein Drehen? Nee. Vielleicht musst du das mal einstellen in den Optionen. Warte mal. Oh, scheiße. Ich mache jetzt hier das Raumschiff noch in den Arsch, ja. Naja, ich merk's schon. Ich könnte so. Wie gesagt, du musst eigentlich drehen. Nee, komm, mach du, weil ich kann nicht drehen. Okay. Weil bringt nichts, hat keinen Arsch. Ist da eingestiegen? Naja. Also eiskalt. Eiskalt. Naja, ich merk's. Wo ist denn jetzt das abgestürzte Raumschiff? Ach, da. Ist ja, wir haben noch ein Prometheum-Lager. Aber ist das das, wo wir schon mal waren? Nee, das war doch auf einer ganz anderen Map. Nein, nein, aber hier waren wir trotzdem schon mal bei einem abgestürzten Raumschiff. Ja, dann wäre ja abgestürzt, ja, das ist ein MS-Taden. Oder waren wir noch nicht? Vorderteil. Leider noch keine Waffen hier. Muss ja irgendwo noch ein Hinterteil rumliegen. Ich fliege lieber vor der weg. Noch eine Mini. Ach, da hinten haben wir noch ein Raumschiff. Das ist bestimmt das Hinterteil. Ein anderes Teil. Guck mal, wie viele Erze wir hier entdecken. Ist doch geil. Ja, alles entdeckst du. Ach, guck mal, wir können doch auf M sogar gucken, ob wir denn alle haben, ne? 6 von 7, 3 von 5, 4 von 5. Perfekt. Haben wir schon fast alle. Kanonendrohne? Was ist das denn da hinten? Das ist Mittelteil. Mal. Mittelteil, da gibt es noch was vor. Also wenn du jetzt weiter in die Richtung fliegst, müsste bestimmt das andere Teil noch liegen. Ja. Gehe ich mal davon aus. Da hinten aber auch irgendwas? Was auch immer das ist, das sieht aus wie so ein Außenposten. Kraftwerk, okay. Hatten wir schon mal entdeckt. Aber ich sehe jetzt hier kein. Das ist das auch. Na. Warte mal, wenn man da jetzt gegenfliegt, ne? Ja. Ganz sanft. Okay. So, warte mal. Das probiere ich jetzt mal aus. Warte mal, wir sind jetzt. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier. Merkt ihr das mal, wo wir hier sind? Kann man das denn gucken? Warte mal, wir sind jetzt links. Links haben wir abgestürzt. Hier, ist das Licht oder ist das die Zeit? Nö. Ich glaube, das ist die Zeit. Sicher? Aber guck mal, wenn wir jetzt so gucken, ne? Ist der Breitengrad. Haben wir ja. Echt? Weil du gehst ja immer weiter nach oben und die Zeit zählt immer lang. Geh mal nach unten, dann müsste ich das wieder runterzählen. Mach mal bitte. Fliege ich jetzt nach unten? Nee. Oder ich fliege mal nach hinten. Nee,
Nee, ist doch irgendwas anderes. Okay, pass auf, aber ich fliege jetzt dann die ganze Zeit nach Süden, muss ich mir mal merken. Und links von uns haben wir das MS, dieses abgestützte MS Titan Mittelteil. Und rechts von uns haben wir so ein bisschen weiter entfernt unsere Basis. Deswegen fliege ich jetzt die ganze Zeit nur nach Süden und guck mal, ob wir einmal komplett um die Map rumfliegen, ohne gegen dieses Schild zu kommen. Und dann rechts von uns dieses Mittelteil haben. Weil dann bestätigt sich quasi meine These, dass man einmal drum rumfliegen kann. Nee, nicht einmal drum rumfliegen kann, sondern einmal von links rumfliegen kann oder von rechts rumfliegen kann. Aber diese Grenze einfach da ist. Warum auch immer. Dass man nicht einmal drum rumfliegen kann. Warum nicht? Keine Ahnung. Aber probiere ich jetzt einfach mal. Ja, dann ist es aber bestimmt nach rechts und links auch. Irgendwo. Keine Ahnung. Mal herausfinden. Entfernung. Du mal gerade auf die Map am besten, um zu gucken, ob ich auch so gerade fliege. Weil ich fliege jetzt, wie gesagt, immer Richtung Süden. Einmal komplett. Ja, ich habe jetzt hier die Map-Sicht. Ich habe keine Map. Die Drohne. Also bis jetzt fliegst du ganz gut. Okay. Ich flieg gerade nach Süden. Naja. Aber du kannst die Karte auch nicht weiter drehen. Wow. So. Okay. Das war's mit meiner These. Also ist dann irgendwie ein Gebiet? Also wir sind innerhalb eines Kraftfeldes. Hä? Aber wie können wir denn so viel erkundet haben? Da muss das... Aber da hinten haben wir mega viel erkundet. Oder ist das noch ein zweites? Hm. Oder kann man da bloß nicht hinfliegen, aber laufen? Nee, laufen kann man auch nicht. Also ich konnte auch nicht da durchlaufen. Oder es sind einfach nur die Polkappen entsprechend abgedeckt. Weißt du, warte mal, wenn man hier mal weiterfliegt. Ich flieg mal jetzt Richtung Osten. Geradezu. Dann müsste ja dann das Ding nach links weggehen. Richtig. Und das? Das habe ich mich auch gerade gefragt, diese schwarze Stelle, ne? Ja. Fliegen wir ins Dunkel. Ja. Scheint ja aber gerade zu sein, das Teil, ne? Also ich habe jetzt den Eindruck, dass es einfach nur eine Map-Grenze, dass wir quasi auf einer 4 gegen den Map sind, also quasi auf dem Planeten 4 gegen Map, und das quasi die Abgrenzung ist, weil das nicht einmal drum rum geht. Aber ich glaube, ich habe mal, ich weiß nicht, wo es war, ich denke mal, das war Hirnsturz zockt oder so, der hat gesagt, irgendwann gehen die Grenzen weg. Ja, das habe ich auch gehört. Das haben die Entwickler gesagt. Allerdings. Nee, ich meine, irgendwie, wenn du ein bestimmtes Level hast, gehen die weg. Ach so. Okay. Weil die entfernt sich gerade von uns, kann das sein? Ja. Vielleicht ist das auch bloß ein Gebiet, was eingerahmt ist. Flieg mal weiter nach rechts, dass man die wieder sieht. Ach so, ich kann eigentlich auch bloß gucken. Nee, doch nicht. Gut. Oh, ich dachte gerade, was. Oh, guck mal, was ist da hinten? Da ist der Rest des Raumschiffs, glaube ich. Da, ja. Da ist das Heck. Aber wenn sich das jetzt von uns entfernt, dann heißt es ja, das ist rund. Nee, tut's aber nicht. Also das, ich glaube, das war ja eine Einbildung. Geflogen. Ja, ich glaube, das ist richtig. Ein bisschen zu schräg geflogen. Nee, aber guck mal, das ist, wir sind jetzt komplett gerade geflogen. Das ist rechts von uns. Aber guck mal, noch weiter rechts von uns sind ja Sachen, die wir schon entdeckt haben. Also irgendwie scheint nur die Mitte zu sein. Also die nicht die Mitte, sondern die quasi wie die Polkappen. Komisch. Seltsam, seltsam. Ich meine, ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da ein bisschen schlauer seid. Wir wissen es nicht. Wir wissen halt jetzt nur, dass das eventuell verschwindet irgendwann. Aber ja. Oh, guck mal. Nächste Prometheum-Lager. Jetzt haben wir alle entdeckt, alle 5. Aber trotzdem ist es ja so, das ist mir ja auf dem Wüstenplanet schon aufgefallen, dass der trotzdem rund ist, der Planet, ne? Ja. So ein Stück rund.
Also leicht gebogen. Also die Map. Ne, weil, Was ist das? Was ist das? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Was das denn? Ich trau mich da gar nicht weiter zu fliegen. Sieht aus wie Gift. Komisch. Soll ich da mal gegenfliegen? Ja. Ja? Wir haben Backup. Hä? Hä? Wir sind durchgeflogen, oder? Ja. Jetzt? Hä? Das. Wir sind durchgeflogen. Hä? Keine Ahnung. Ich einfach mal. Hä, da sind aber schon Sachen, die wir erkundet haben. Kannst du noch mal ganz kurz. Warte mal, wenn ich auf die Map gucke, kannst du da noch mal durchfliegen, bitte? Was da passiert? Ja. Ja, die wird geladen, ne? Das ist bloß ein kurzer Strich. Wir werden ganz kurz aus der Map geschleudert und dann stehen wir wieder hier. Geht die einmal komplett über die Map? Also das kannst du sozusagen durchfliegen. Aber das ist ein komisches Teil. Zack, und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ja. Keine Ahnung, fliegst durch. Was macht das denn bitte für einen Sinn? Kapier ich nicht. Die habe ich aber auch vorher noch nie gesehen, die Wand. Auch zu Fuß nicht. Das ist ja seltsam. Oh, da hinten ist schon wieder ein Stück vom Raumschiff. Oh, verdammt. Ich sehe gerade, dass mein Sauerstoff runtergeht. Wie das denn? Weil du bestimmt deine Maske an hast, oder? Nee, habe ich nicht. Kann es sein, dass der Sauerstoff braucht in der... Flieg noch mal ganz kurz durch das Grüne, mal gucken. Wenn es denn kommt. Wo bist du? Ja. Nee, und ich dachte, das zieht uns. Nee, ich glaube, weil wir hier im Cockpit sitzen. Dann nochmal eben. Ja, aber du musst einen Helm aufsetzen, würde ich sagen. Ja, eigentlich muss ich den ja ausziehen. Mal, haben wir hier Sauerstoff zufällig irgendwo? Nee, ne? Mal. Du brauchst ja hier ewig viel Promethium-Pellets. Du musst natürlich zwischendurch auch mal Kraftstoffzellen bauen. Ich hab noch einen Haufen Promethium-Zellen einstecken. Echt, hast du noch genug Kraftstoffzellen? Weil wir müssen nämlich den Zellen? Kraftstoff hier wieder nachfüllen. Zellen? Ja, Zellen. Ja, Zellen. Ich baue jetzt mal Zellen, Stück. Weil wir brauchen Zellen mal wieder. 36 Stück. Aber wie kriege ich denn jetzt Sauerstoff? Ich bin doch hier. Ich hab doch den Helm gar nicht auf. Komisch. Na gut. Ich würde sagen, steigen wir wieder ein und fliegen mal wieder zu Base. Ja, okay. War jetzt ein aufregendes Abenteuer hier. Eine aufregende Erkundung. Ich muss aber erstmal gucken, wo unsere Base ist. Oh Gott, die ist ja ewig weit weg. Richtung. Ja. Süden? Oder ist die Tele leider nicht? So. Oh. Funktioniert so, super. In die Richtung gucken. So. Also ein Stück nach da, dann so und ja. So. Machen wir das einfach so. Zack. Da kommt schon wieder die grüne Wand. Oh. Ich verstehe das nicht mit der Wand. Ich verstehe es nicht. Ist das da ein Bug? Also ich habe den Eindruck, das sind zwei Maps, die aneinander liegen. Und der lädt dann quasi damit die zweite Map. Weißt du? Das kann sein. Anders kann ich es mir gerade nicht erklären. Aber guck mal, das ist das Vorderteil hier. Guckst du mal gerade, ob ich richtig fliege?
Moment das. Flupp. Ja. Genau in die Richtung musst du. Ein bisschen. Ja, doch, fliegst richtig. So weit, weg ist es gar nicht. Die Mini-Drohne uns nicht angreift hier. Das war schnell genug. Fliegen hier einfach mit unserer Schrottkarre vorbei. Oh, mein Sauerstoff. Was ist mit deinem Sauerstoff? Geht der auch runter? Nö. Geht denn mein Sauerstoff? Also meiner ist, also ich meine, ich habe Sauerstoff, ist weiter unten, ja, aber nicht jetzt, dass ich jetzt Angst kriegen muss. Aber meiner ist schon echt im kritischen Bereich. Vielleicht sind wir auch einfach zu weit in, aus der Atmosphäre raus. Ist es die Wand? Die Wand? Denn richtig? Halt. Nach da. Dann bauen wir ja gerade ganz weit weg von der scheiß Wand. Ja. Was ist denn da los? Ich meine, das kann doch nur kein Wasser tun. Uiuiuiui, ach, wir sind ja gleich da. Da, die Basis. Zeitwärts. Und bevor ich hier noch ersticke, steige ich dann schnell aus. Noch einen Schluck. Okay, ich werde als nächstes hinten, wo das Gewächshaus hin soll, Quatsch, vor dem Gewächshaus vielleicht noch unsere Landebahn bauen, oder? Ja, das kannst du machen. Also unser Landedeck. Das kannst du ja dann im nächsten Part machen. Richtig. So. Ausmachen. Ah, ne. Ja, doch, ausmachen. Wir nehmen dann die Sachen mal da raus und bauen Craft. Ja, geh du Sauerstoff, ich kann sie herausfüllen. Auf jeden Fall, ja. Warte mal. Du musst nochmal mit dem Raumschiff abheben. Warum? Weil ich verbuggt bin. Ja, Moment. Lass mich erstmal kurz Sauerstoff tanken. Oh, jetzt ist da nicht genug Sauerstofftank drin. Hm. Du hängst im Raumschiff drin, oder was? Ja. Ah, Dankeschön. Schön. Danke, dass Sie mit Gabax Airline geflogen sind. Aussteigen. Zack. Ja gut, würde ich sagen, ne? Kannst eigentlich mal den Part beenden. Oh, ich hole mir die ganze Scheiße aus dem Dings, oder? Machen wir hier weiter. Fabric Gear. Nochmal machen. Was fehlt denn hier noch? Kühlschrank lernen. So, meine Freunde, ja, da würde ich sagen, war's das für heute. Achso, dein Licht. Ja. Nächsten Part werden wir dann hier ein bisschen anbauen noch. Das Flugdeck wird dann hier rausgebaut. Das wird dann aus der Tür, wird dann hier, geht dann hier hoch. Und wie man es halt schon aus den alten kannte, baue ich das hier einfach dann hier oben so hin. Das wird nochmal abgelegener davon. Und ja, und hinten das Gewächshaus baue ich mir noch hin. Und ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt bei Gabax vorbei, guckt bei mir vorbei, falls ihr bei Gabax seid, wenn ihr Bock habt. Gebt ein Däumchen und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Tschüss.